Als führendes Life Science Unternehmen für Gesundheit und Ernährung können wir heute wie kaum ein anderes Unternehmen zur Lösung einiger der größten Herausforderungen der Gesellschaft unserer Zeit beitragen. Als Folge der Übernahme ist Bayer heute das führende Unternehmen im Agrarbereich. Unsere Technologiebasis ist einzigartig. Wir haben führende Geschäfte im chemischen und im biologischen Pflanzenschutz, im traditionellen, aber auch im biotechnologischen Saatgut und genauso in der digitalen Landwirtschaft. Wir bekennen uns ausdrücklich zu dieser Herausforderung der modernen Landwirtschaft, dass wir Erträge steigern müssen, aber gleichzeitig den Einsatz von Ressourcen, auch von Pestiziden und Düngemitteln, zurückfahren müssen. Eine solche nachhaltige Intensivierung kann nur mit Innovationen gelingen. Daran arbeiten wir und dafür sind wir nun in der neuen Konstellation bestens aufgestellt. Ganz unabhängig von Glyphosat gilt, dass Zulassungs- und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt Produkte wissenschaftlich prüfen. Diese Behörden tragen die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Bevölkerung. Gerade deshalb untersuchen und analysieren sie laufend Produkte auf die Frage hin, ob eine Gefährdung für die Menschen vorliegt. Regulierungsbehörden weltweit haben glyphosatbasierte Produkte zugelassen und diese Zulassung immer wieder verlängert. Und das, meine Damen und Herren, über Jahrzehnte hinweg. Das kanadische Gesundheitsministerium, zum Beispiel, hat zur Gewährleistung maximaler Objektivität 20 bisher nicht in die Bewertung von Glyphosat involvierte Wissenschaftler beauftragt, alle verfügbaren Daten nochmals zu überprüfen. Dazu zählen auch interne Dokumente von Monsanto, aus denen sich ergeben soll, dass Monsanto in unzulässiger Weise auf wissenschaftliche Publikationen Einfluss genommen habe. Nach eigenem Bekunden des kanadischen Gesundheitsministeriums haben die vorgenannten Wissenschaftler, und ich zitiere, jeden Stein umgedreht, Zitat Ende, und die Sicherheit von Glyphosat zu Beginn dieses Jahres erneut bestätigt. Im Verlauf des Jahres 2018 verlor unsere Aktie etwa 40% an Wert. Seit dem Urteil im Fall Johnson am 10. August 2018 haben wir eindeutige Kursreaktionen auf die Entwicklung im Rechtskomplex um Glyphosat gesehen. Das ist, meine Damen und Herren, sehr enttäuschend und es schmerzt sehr. Für Sie als Aktionärinnen und Aktionäre, genauso wie für uns als verantwortliches Management. So übertrieben die Kursreaktionen sind und so wenig sich unserer Ansicht nach der wahre Wert unseres Unternehmens im aktuellen Kurs widerspiegelt, so verständlich ist auf der anderen Seite die Verunsicherung. Wir haben großes Mitgefühl mit Herrn Johnson, Herrn Hardemann und auch ihren Familien. Aber glyphosatbasierte Produkte sind nicht der Grund für ihre schweren Erkrankungen. Wir sind nach wie vor optimistisch, dass in der nächsten Instanz deshalb auch andere Entscheidungen getroffen werden. Dieses Thema hat für den Vorstand und auch für mich persönlich höchste Priorität. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, uns in den Berufungsverfahren und in den kommenden Gerichtsverhandlungen erfolgreich zu verteidigen. Unsere Anwälte arbeiten intensiv mit den involvierten externen Kanzleien an einer stetigen Weiterentwicklung unserer Verteidigungsstrategie sowie an der Steuerung der laufenden Verfahren. Wir sind zuversichtlich, damit auf mittlere Sicht auch die Unsicherheit im Hinblick auf den Ausgang dieses Haftungskomplexes zu reduzieren. Bayer steht weltweit für Qualität, Transparenz und auch für Vertrauen. Diese Reputation entspricht unserem Anspruch als führendes Life Science Unternehmen und ist zugleich Ansporn für die Zukunft. Das gilt natürlich auch für das kombinierte Crop Science Geschäft, das wir genau wie alle unsere Geschäfte nach den Bayer-Maßstäben führen, und zwar ohne Wenn
und Aber. Genau wie ich das seit 2016 mehrfach und auch sehr klar und unmissverständlich gesagt habe. Das gilt auch und vor allem, wenn es um die Sicherheit unserer Produkte geht. Um es ganz klar zu sagen, die Sicherheit unserer Kunden, Patienten und Konsumenten steht für uns alle bei Bayer immer und überall an erster Stelle. Unsere Geschäfte sind darauf ausgerichtet, zur weltweiten Ernährung mit ausreichenden und hochwertigen Nahrungsmitteln beizutragen und gleichzeitig das Leben der Menschen mit neuen Medikamenten zu verbessern oder sogar an der möglichen Heilung chronischer Krankheiten mitzuwirken. Im Bereich Consumer Health sind wir eines der führenden Unternehmen weltweit in dem attraktiven Markt für rezeptfreie Medikamente. Wir haben starke Marken, eine starke Mannschaft sowie natürlich die Kraft und Reputation des Bayer-Kreuzes. Mit unserem Pharmageschäft sind wir eins der am schnellsten wachsenden Pharmaunternehmen der vergangenen 5 Jahre. Gleichzeitig haben wir bei weiter steigenden Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen unsere Rentabilität deutlich gesteigert. Wir haben ein schwieriges Marktumfeld erlebt mit deutlich negativen Währungseffekten und auch mit einer wachsenden Verunsicherung durch globale Handelskonflikte. Trotzdem sind wir bei Umsatz und Ergebnis weiter gewachsen und haben unsere operativen Ziele in Summe erreicht. Darüber hinaus sind wir sehr gut in das Geschäftsjahr 2019 gestartet. Die Zahlen für unser erstes Quartal haben wir gestern veröffentlicht. Bleibt eine letzte Frage. Wann werden die Aktionäre davon profitieren? Allem Anschein nach ist dies weniger eine Frage der operativen Geschäftsentwicklung und auch weniger eine Frage der erfolgreichen Realisierung unserer mittelfristigen Ziele. Die große Belastung des Aktienkurses resultiert vielmehr aus dem Produkthaftungsverfahren zu Glyphosat in den USA. Lassen Sie mich es an dieser Stelle ganz klar sagen. Maßgeblich für die Bewertung und auch die Zulassung von Produkten und damit für die Gesundheit von Menschen müssen weiterhin unabhängige Behörden sein. Sie entscheiden auf Basis von wissenschaftlichen Analysen und gerade nicht auf der Basis von Meinungen und Emotionen. Vor diesem Hintergrund haben wir die Rechtsrisiken um Glyphosat natürlich gesehen und auch bewertet, so wie ich es Ihnen geschildert habe. Zugleich müssen wir aber mittlerweile feststellen, dass das Vertrauen in die Wissenschaft und in unabhängige Zulassungsbehörden gesellschaftlich zunehmend ausgehöhlt und auch unterminiert wird. Das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, denn so wird die Glaubwürdigkeit unabhängiger Instanzen beschädigt und damit letztendlich auch die Vertrauensbasis für uns alle. In dieser Situation hilft nur verantwortungsvolles und transparentes Handeln. Dafür steht unser Unternehmen seit vielen Jahrzehnten und darauf basiert unsere Reputation. Forschung und Fortschritt mit der gebotenen Verantwortung und Transparenz sowie eine wissenschaftsbasierte Regulierung sind die Voraussetzungen für Vertrauen und damit auch für Akzeptanz in der Gesellschaft. Nur so können wir unseren Auftrag Science for a Better Life erfüllen. Es geht darum, das Leben der Menschen zu verbessern. Und zwar mit Produkten, die auf Wissenschaft und Forschung basieren.